Jedes Jahr findet im Pariser Grand Palais Ende Oktober die wichtigste französische Kunstmesse statt, die FIAC. Über 170 Galerien präsentieren hier ihre Schätze und die Sammler kaufen um jeden Preis. Ist Kunst also nur noch ein Geschäft? Eine Handvoll Unbeugsamer, die ständig Widerstand leisten, sieht das anders. In dieser alten Gießerei im südfranzösischen Maubourguet arbeitet eine unerschrockene Künstlerschar fernab des kommerziellen Kunstbetriebs. Die Hauptzutat ihres Zaubertranks? Risikobereitschaft. Die Arbeit in der Gefahrenzone ist für sie die Garantie, nicht ins Dekorative zu verfallen. Der russische Künstler André Molotkin, Kopf des Kollektivs, empfängt uns exklusiv in seiner Foundry. Als Kind bin ich einmal beim Schwimmen fast ertrunken. Ich sah nur noch die Luftblasen aufsteigen und sank immer tiefer. Im Geiste zog mein ganzes Leben an mir vorüber. Ich war damals höchstens 5 und wusste, ich bin in Gefahr. Gleichzeitig aber war es wie eine geheimnisvolle Reise. Es gibt zwei wichtige Flüssigkeiten auf der Erde. Die eine ist rot und die andere schwarz. Die eine schwimmt und die andere geht unter wegen ihres Salzgehalts. Mir gefiel die Idee, sie miteinander zu mischen. Blut und Erdöl. Du nimmst das Rohöl, gießt es in die Skulptur und fotografierst sie. Dann inszenierst du dieses Foto, fotografierst es erneut und veröffentlichst es. Genauso läuft das auch in der Werbebranche, nur dass hier Öl verkauft wird. André Molotkin sieht Erdöl als Treibstoff der modernen Kriege. Er wird 1966 in Buyi, etwa 500 Kilometer nördlich von Moskau, geboren. Lebt jedoch seit Jahren in Paris. Sein Schlüsselerlebnis hat er 1985 beim Militärdienst in Sibirien, wo er seine Faszination für die riesigen Erdölzisternen entdeckt, die modernen Kathedralen. Seither dominiert das alles korrumpierende schwarze Gold seine Arbeit. Auch die großformatigen Kugelschreiberzeichnungen sind von seiner Militärzeit inspiriert. Immer wenn die Soldaten ihre Ration Zigaretten und einen Kuli bekommen, tauscht André seine Kippen gegen Stifte. Mit dieser Installation nimmt der Künstler vor 2 Jahren die Flüchtlingsdebatte vorweg. Da das Finanzkapital das einzige ist, was ungehindert alle Grenzen überschreiten kann, erschafft er eine Marianne aus Plexiglas, in die regelmäßig das Blut von 20 Asylbewerbern gepumpt wird. Heute sind Katastrophen omnipräsent. Und ohne sie ist es schwer, die Welt um uns herum zu verstehen. Jeder Künstler sollte die Sprache der Katastrophen und ihre Codes beherrschen, wenn er verstanden werden will. Unsere Zeit verlangt das. Seitdem André Molotkin die Gießerei übernommen hat, ist er in Maubourguet zu Hause. Inklusive Anstandsbesuch bei seinen neuen Nachbarn, Maurice, dem ehemaligen Direktor, und seiner Frau. Wer ist das denn? Mist, meine Handschuhe. Die sind von Arte und drehen für eine Sendung. Ich bin so nicht vorzeigbar. Hallo, sehr erfreut. Diese Familie hat hier gearbeitet. Maurice, Arte ist hier. Wann wird das ausgestrahlt? Ich möchte nicht ins Fernsehen. Zu spät. Dafür bin ich nicht fotogen genug. Es ist zu spät, Maurice. Zu spät? Ja, ist schon passiert. Hallo. Geht's gut? Seit Anfang des neuen Jahrtausends lässt André seine Skulpturen in den umliegenden Fabriken fertigen und entdeckt so die leerstehende Gießerei. 1870 erbaut, wird der Betrieb 2013 eingestellt. Und André kauft das Gebäude für 80.000 Euro. Wenn du das siehst, willst du eigentlich keine Kunst mehr machen. Alles ist so perfekt. Aus der 4.500 Quadratmeter großen Produktionshalle ist ein zensurfreier Kunstraum geworden.
Als ich die Ausstellung in Nordirland machte, wurde mir klar, wie schwer es ist, sich völlig frei auszudrücken. Ohne jegliche Zensur. Denn Zensur ist überall. Der Künstler ist nicht frei. Man kann längst nicht mehr alles machen, was man will. André streut gerne Salz in offene Wunden. Vor 2 Jahren in Irland pumpt er in diese Fensterrosette, Symbol der englischen Protestanten, das Blut irischer Katholiken. Es ist eine Hommage an den Blutsonntag von 1972, als die königliche Armee bei einer Demonstration in Derry das Feuer eröffnet und 14 Menschen sterben. Wenn es um seine Arbeit geht, nimmt der Russe keine falsche Rücksicht. Im Kunstmuseum von Houston verlegt er überall Pipelines. Seine Art zu zeigen, dass es im Irakkrieg nie um den Schutz der Demokratie ging, sondern schlicht um Öl. Yes, we can ist die Utopie. Fuck you, die Dystopie. Zwischen der utopischen und der dystopischen Phase vergeht immer eine gewisse Zeit. 10 oder 20 Jahre. Wie etwa beim Kommunismus. Mit dieser Installation will ich zeigen, dass in der Welt von heute Utopie und Dystopie zusammenfallen. Daher. Yes, we can, fuck you.